Bei Ascladi geht es darum, die Kampfkünste des europäischen Mittelalters zu rekonstruieren. Der Verein beschäftigt sich im Moment hauptsächlich mit dem langen Schwert, dem kurzen Schwert in Verbindung mit dem Buckler und dem langen Messer. Was die Begeisterung für den Schwertkampf ausmacht, erklärt Herbert Schmidt, Gründer von Ascladis, folgendermaßen. Einerseits ist es sicher die Auseinandersetzung mit der Geschichte, Faszination Waffe, Schwert selbstverständlich, die Rekonstruktion der Techniken. Ich glaube, jeder hat einen anderen Ansatz, sei es, wie gesagt, eher der geschichtlich-historische Hintergrund oder der kämpferische Hintergrund oder einfach die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der eigenen Herkunft. Ich bin relativ stolz darauf, dass wir einer der Vereine sind, weltweit eigentlich oder zumindest europaweit, mit der geringsten Verletzungsstatistik. Hin und wieder gibt es natürlich Blessuren, blaue Flecken oder sowas, aber das ist dann auch schon das Schlimmste, was bei uns im Training passiert. Grundsätzlich beginnen wir immer mit einem Aufwärmtraining, dass der gesamte Körper auf das Training vorbereitet wird. Dann werden die Techniken, die wir im vorhergehenden Trainings gelernt haben, wiederholt und gesichert durch die Wiederholung. Und am Ende werden dann neue Techniken erlernt. Und dabei, wie immer, gilt natürlich vom Einfachen zum Komplizierten. Und was bei uns ganz wichtig ist, dass die Grundlagen sitzen, dass die Details passen. Denn wenn das Ganze dann in Geschwindigkeit ausgeführt wird, dann merkt man dann jeden Fehler, den man sich eintrainiert hat.